Hallo Kinder und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mal in ganz ungewohnter Umgebung. Wir befinden uns auf meinem Balkon. Heute, wie ihr vielleicht unten gelesen habt, geht es um den Sommertag. Ich habe mich entschieden, dass dieser Monat ein Tag-Monat wird. Also ich werde jede Woche ein Tag-Video hochladen. Es kamen ja jetzt sehr viele Previews, aber den My Best Friend Does My Makeup Tag habt ihr schon gesehen und jetzt kommt halt der Sommertag. Und ich würde sagen, Intro und dann geht's los. So, ich habe mir aus zwei bestehenden Sommertags die besten Fragen rausgesucht und bin insgesamt auf 12 Fragen gekommen. Bevor es losgeht, würde ich sagen, ich tagge erstmal Leute und zwar tagge ich mal wieder meinen Schatz, die Crystal Nele. Dann tagge ich die liebe Lila Chris, weil mich da interessiert, wie machen diese Gotiks das im Sommer. Die beiden tagge ich und ansonsten jeden, der Bock hat. Halt, stopp, Sandy, Sandylicious0509, die tagge ich natürlich auch noch. Und ich würde sagen, los geht's. Die erste Frage ist, was ist deine Lieblingseissorte? Wenn ich mich für eine einzelne entscheiden müsste, dann wäre das Himbeere. Ich mag aber auch Schokolade sehr, sehr gerne. Ich mag auch Zitrone gerne. Ich mag Eis gerne. Aber wenn ich mich für eine Sorte entscheiden müsste, dann wäre das Himbeer. Die nächste Frage ist, was ist dein Lieblingsobst? Und auch da muss ich sagen, ich habe so viel Obst, was ich so sehr liebe. Aber auch da, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wären es Himbeeren. Aber ich muss wirklich sagen, mir fällt auf Anhieb kein Obst ein, was ich nicht mag. Wassermelone finde ich nicht, also Melone an sich finde ich nicht so geil. Wassermelone natürlich das Sommerobst schlechthin, aber nicht für mich. So, dann die dritte Frage. Flipflops, Sandalen oder Ballerinas? Gar nichts davon. Vielleicht weiß es der ein oder andere, ich habe ziemlich verkrüppelte Füße und muss immer Einlagen tragen und das geht in solchen Schuhen halt nicht. Ich trage immer geschlossene Schuhe und ja, ist ein bisschen doof, weil es halt immer viel wärmer so, ne? Aber ich kann nicht ohne Socken rumlaufen, also dementsprechend auch nicht in solchen Schuhen. Frage 4, Bikini, Tankini oder Badeanzug? Ich mag Badeanzüge an sich auch sehr gerne, aber meistens passen die mir nicht, weil mein Arsch zu groß ist und meine Taille zu klein und deswegen eher Bikinis. Und da muss ich dann auch meistens so diese Hose in 36 nehmen und das Oberteil in 34 oder die Buchse in 38, je nachdem wie das halt so ausfällt, aber ja. Frage Nummer 5 ist Sonnenbad, Solarium oder Selbstbräuner? Wenn überhaupt dann Sonnenbad. Also ich bin ja ein sehr heller Mensch, so, aber ich liege auch ganz gerne in der Sonne, wenn es nicht zu warm ist, wirklich. Also das ist dann für mich schon okay, wenn es 22 Grad ist und Sonne ist perfekt. Jetzt gerade haben wir einfach 30 Grad und ich sitze ja Gott sei Dank, wie ihr seht, im Schatten, aber ich werde gleich auch wieder reingehen nach diesem Video. Dann die nächste Frage ist, T-Shirt oder Top? Ja, Top auf jeden Fall. Ich mag Tops lieber, vor allen Dingen, weil ich ein Mensch bin, der sehr viel schwitzt und das immer sehr peinlich ist, wenn man ein T-Shirt anhat. Lange Hose, kurze Hose oder Rock? Ja, ich bin ein sehr großer Fan meiner Hotpants und kurze Hose, definitiv. Also auch so, ich trage ja keine langen Hosen, ich trage ja nur Leggings und kurze Hosen, Hotpants, definitiv. Rasieren, wachsen oder epilieren ist die nächste Frage und wenn überhaupt rasieren, aber ihr wisst ja, dass ich auch sehr gerne Enthaarungscremes benutze, aber wenn, dann würde ich sagen rasieren. Frage Nummer 9 ist Hallenbad, Freibad oder See? Schwierig. Also generell mag ich Hallenbäder viel lieber, weil man da einfach die Möglichkeit hat, auch seine Sachen wegzuschließen und lalala, das ist im Freibad ja nicht so hundertprozentig gegeben, also bei uns zumindest nicht. Und ich habe immer richtige Paranoia, dass mir was geklaut wird oder so. Ja, dann nimm halt nichts mit ins Schwimmbad. Ja, okay. Näher so, ich war das letzte Mal im Freibad letztes Jahr, also diesen Sommer halt noch gar nicht, auch wegen der Agoraphobie jetzt und so weiter. Ich wollte wohl mal mit meinem Mann mal wieder ins Freibad gehen, aber das Problem ist, dass also wir müssten halt am Wochenende gehen, ja, und dann gerade bei dem Wetter ist es halt super voll und ja, mal schauen, vielleicht hat er irgendwann nochmal in der Woche frei, wenn geiles Wetter ist und dann nehmen wir das auch nochmal in Angriff. Ein See haben wir jetzt, also ja, wir haben auch einen See in der Nähe, aber was eher bei uns in der Nähe ist, ist so die Ruhr. Und das war irgendwie noch nie was für mich. Offenes Gewässer, ich weiß nicht, mir ist als Kind, glaube ich, zu oft eingeredet worden, ja, die Strömung, lalala, und dann gehst du da verloren. Und deswegen war das nie was für mich. Ich habe aber ja jedes Jahr, außer dieses Jahr, Urlaub am Meer gemacht. Und das Meer ist mein absoluter Favorit von Gewässern an sich.
Frage Nummer 10 ist, hast du eine Sommertradition? Meine Sommertradition war es ja an sich, immer zur Ostsee zu fahren, jedes Jahr an denselben Ort. Diese Tradition wurde ja dieses Jahr gebrochen und wird aber nächstes Jahr definitiv wieder aufgenommen werden. Und das ist so meine Sommertradition. Also es ist immer derselbe Ort wirklich und immer derselbe Strandeingang, wo unser Strandkorb steht. Und das wird nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder so sein. Frage Nummer 11 ist, was ist dein persönlicher Sommerduft? Und ich bin jetzt noch nicht mal von sowas ausgegangen, irgendwie wie Parfüm oder Bodyspray oder lalala, sondern mein persönlicher Sommerduft ist auf der einen Seite das Meer, weil das ist halt meine Sommertradition, ja. Und auf der anderen Seite ist es einfach so dieser Geruch von Sonnencreme, Sonne auf der Haut. Also ich finde, man riecht es auch immer so, wenn man in der Sonne gebadet hat, und dann riecht man nicht nur nach Sonnencreme, sondern Wind, sondern auch nach gebräunter Haut. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so mein Sommerduft. Die vorletzte Frage ist, was ist dein liebstes Grillessen? Und auch am Strand haben wir immer sehr häufig gegrillt. Hab ich dieses Jahr schon gegrillt? I don't know. Auf jeden Fall bin ich an sich, also ich esse ja Fleisch, ich bin kein Vegetarier oder so, aber ich mag Sachen vom Grill nicht so gerne. Also ich esse dann auch mal eine Bratwurst oder ich esse dann auch mal so ein Grillsteak oder was es ist. Aber am liebsten esse ich wirklich, wenn es so zum Grillen geht, dann wirklich so Brot mit so Dips oder so. Das ist so meins. Die letzte Frage lautet, was ist dein liebstes Sommergetränk? Und ich muss natürlich mit Energy Drink antworten. Also das ist das, was ich zu jeder Jahreszeit am häufigsten trinke, so, ja. Aber ich finde, dass man auch so alkoholfreie Cocktails gut trinken kann im Sommer. Oder auch, was mein Mann und ich uns ja auch zwei, dreimal gemacht haben, sind so Smoothies, die man dann so mit gefrorenen Himbeeren oder so macht, dass das dann noch kalt wird und lalala. Das ist ganz geil, muss ich wirklich sagen. So, das war's auch schon mit dem Sommertag. Wie gesagt, ich tagge Crystal Nele. Nein, Mermaid Mo. Mermaid Mo heißt sie auf YouTube. Es tut mir so leid, mein Schatz. Dann noch Lila Chris und Sandylicious 0509. Schaut auf jeden Fall bei diesen schönen Frauen vorbei. Und sagt mir unbedingt mal, was ihr davon haltet, dass ich mal draußen gedreht habe. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie sich das Ganze mit dem Ton verhält, wegen des Winds und lalala. Aber wir werden sehen. Und schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mitmachen. Wenn ich euch jetzt nicht getaggt habe, dann tut's mir leid. Fühlt euch trotzdem getaggt und macht mir eine Videoantwort oder so. Das kann man gar nicht mehr so cool auf YouTube, wie das mal war. Aber okay, nicht lang schnacken. Ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder rein, weil es mir einfach zu heiß ist hier draußen. Also im Schatten, jetzt geht's noch. Ja, ich will gar nicht wissen, wie es jetzt in der Sonne ist. Aber ich werde jetzt wieder reingehen und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz sommerlichen, aber angenehm sommerlichen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und bis dahin sage ich ciao, ne?